Warning. The following video is a parody. This contains content and/or language, which may be unsuitable for younger viewers. Viewer discretion is advised. Die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Die 9. Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube... Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Hello, this is Berlin Pizza. How may I help you? Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. That will be $36.85. Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Berlin wird Frontstadt. Sie übernehmen als Kampfkommandant die Sicherung des Regierungsviertels. The pizza will be delivered in 25 to 30 minutes. In einem Krieg wie diesen gibt es keine Zivilisten. Das ist die Rolle von Hermann Göring, zu der ich heute den ersten Drehtag habe. Heute bin ich nur angekommen, sage, bin ich zu spät. Ich werde noch, der schleicht dann gleich wieder ab. Kommt also nur ganz kurz her, um zu sagen, dass er eigentlich in Süddeutschland dringend gebraucht wird, um einfach aus Berlin wieder rauszukommen. Thank you. Have a nice day. Und die eigentliche Szene oder was Hitler gegenüber auf der Lage dann passiert, das werden wir eigentlich erst in München erfahren, aber ich in den nächsten Szenen. Die Affen zum Beispiel. Trampeln jeden Außenseiter als gemeinschaftsfremd tot. Was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Der Treueste der Treue. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Göring, ja. Der war korrupt, immer schon. Speer, ja, ein wildfremder, unberechenbarer Künstler. All die anderen, ja. Aber Himmler, ja, ist er denn wahnsinnig geworden? Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank. Ja, vielleicht schon tot. Bitte. Lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Rötschel ein. Und holen Sie mir Fegelein! Mein Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stehen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will sofort zum Bericht!
Ich fliege. Da hat uns daran hindern, selbstständig zu denken. Zu spät. Ganz viel zu weit. Und nicht unnötig viel nachgewandt. Das ist jetzt nicht benötigt. Minister. Wohin immer der Feind vordringt. Nachher kommt meine Frau mit den Kindern. Es soll immer noch eine Wüste vor. Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln.